So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke. Wie ihr alle wisst, bin ich ja Wrestling-Fan, gucke immer Wrestling, Raw, Smackdown, gut in letzter Zeit nicht mehr, weil ich immer einschlafe, weil das Leben so hart ist. Schlafe ich immer ein, muss es dann am nächsten Tag gucken. Grüße gehen raus an alle Wrestling-Fans, die das immer live gucken. Und was ist aufgefallen in letzter Zeit? Logan Paul ist bei der WWE rumgerannt. Dann ist der Typ, den keiner leiden kann, trotzdem jeder abonniert und jeder den verfolgt und guckt und macht. Und dann kommt er da zum Wrestling rein und ist so eklig. Und da denke ich, jetzt weiß ich auch, wieso den keiner leiden kann. Denn manche tun ja so, als wären die eklig, dass ihr die nicht leiden könnt. Aber der ist, glaube ich, so wie er da ist. Der muss sich gar nicht verstellen. Das ist perfekt fürs Wrestling. Der zieht Zuschauerreaktionen. Der tut Heat erzeugen, wie man immer sagt. Und der hat auch sein eigenes Getränk auf den Markt gebracht, zusammen mit irgendeinem anderen Typ, der da in dieser Prime-Flasche da auf dem Kommentatorenpult lag und der so draufgesprungen ist. Was ich bei Logan Paul aber gut finde, erstens, du hast jemanden wirklich beim Wrestling, den du hast, dem du nicht gönnst, wo du einfach nur willst, dass der aufs Maul kriegt, aber gleichzeitig, athletisch hat er es übelst drauf. Die Matches, die er bisher bei der WWE hatte, sein Royal Rumble Match, sein Zeugs mit Ricochet, alles, was er gemacht hat, jedes Mal hat er eine gute Figur gemacht, viel besser als Pat McAfee oder wie der heißt. Den kann ich noch weniger leiden als Logan Paul, obwohl den alle lieben. Und weil den alle lieben, finde ich den doof. Und den alle hassen, finde ich jetzt irgendwie besser. Heute geht es um dieses Prime-Getränk, was in den USA ja mega beliebt ist, überall rum. Badlands Chucks hat auch schon Videos gemacht, wie er alle Sorten Prime hatte, getrunken hat. Der Dennis hat letztens gesagt, ab Donnerstag gibt es das im Kaufland. Wir waren heute früh direkt mal im Kaufland, haben geguckt, ob wir das finden. Haben was gefunden, es gab 4 Sorten. Mehr gibt es, glaube ich, noch nicht. Aber diese 4 Sorten Prime wollen wir heute mal testen, und was es überhaupt ist. Ich finde es lustig auch, dass hier ist eine rote Flasche, hier ist eine blaue Flasche. Das hätte eine weiße Flasche geben müssen, damit das insgesamt einfach diese rot-weiß-blaue Flasche erzeugt. Wir werden das kurz aus der Flasche nippen, dann alles hier reinfüllen und alle 4 Sorten zusammentesten, wie wir das immer machen. Was haben wir jetzt hier überhaupt? Tropical Punch Flavor Prime Hydration. Ist das mit Kohlensäure, ist das ohne? Ich denke mal, das ist ohne Kohlensäure. Das ist also ein Wasser mit Geschmack, ja? Prime Hydration Tropical Punch. Da ist sogar deutsch alles drauf. Zutaten Wasser, Kokoswasser aus Kokoswasserkonzentrat. Den Rest lese ich mir gar nicht durch. Ich will mich auch gar nicht spoilern lassen. Am besten man trinkt erst einen Schluck und guckt dann, wie es schmeckt. Und dann schaut man hinten drauf. Wir sehen, das ist auch richtig schön rot. Nicht nur die Flasche ist rot, auch der Inhalt, auch das Prime ist rot. Und ich muss sagen, mir gefallen die Flaschen eigentlich richtig gut vom Design. Gönnergy hat mir schon gut gefallen vom Design, vom Geschmack nicht so, aber vom Design. Prime sieht auf jeden Fall richtig cool aus in der Flasche, geht ins Auge und ganz groß einfach Prime. Wir machen das jetzt hier auf. Ich schüttel's jetzt mal. Ich schüttel's extra, um zu gucken, ob da Kohlensäure drin ist. Nein, da ist keine Kohlensäure drin, was ich schon mal gut finde. Mit Kohlensäure ist alles irgendwie immer ein bisschen erfrischender, aber manche Getränke schaffen es auch ohne Kohlensäure frisch zu schmecken. Das ist das rote Prime Tropical Punch. Was ich im Vorfeld gehört habe über Prime, das soll extrem süß sein. Richtig brutal süß, aber kräftig im Geschmack gleichzeitig. Ich nehme jetzt hier einen Hieb und anders als die anderen Getränke, die gefühlt erstmal nach gar nichts schmecken und im Nachhinein dann einen Nachgeschmack hinterlassen, der so ein bisschen an die Note erinnert, ist das wirklich mega präsent. Schon direkt beim Trinken denkst du nicht, dass du dann Wasser mit Geschmack trinkst. Denkst halt, das ist wirklich ein Saft, ein richtiger, kräftiger Saft. Ein tropischer Saft, ein Tropical Punch. Ja, Kokoswasser also nochmal. Was kann ich denn noch lesen, was hier dran steht? Schwarzkarottensaftkonzentrat. Und mehr sehe ich auch nicht. Also es schmeckt auf jeden Fall tropisch. Ist mega kräftig, ein bisschen irgendwie, ich weiß nicht, was das ist. Zwischendurch denke ich, ich habe da auch sowas wie Traube dabei oder oder was anderes. Es ist auf jeden Fall sehr fruchtig, es ist präsent, es knallt übelst rein. Ich bin positiv überrascht erstmal von dem ersten, kann sich ja bei den anderen noch ändern.
Ich finde auch im Abgang, das dürfte ja auch ohne Zucker sein, also nur mit Süßungsmitteln oder so irgendwas. Ist aber nicht so künstlich süß wie beim Gönnergy. Das füllen wir jetzt mal hier ein bisschen ein. So. Aber nicht zu viel, denn wir wollen ja hier in dem Glas, wollen wir ja alle vier Sorten zusammen mischen. Also das rote Prime finde ich gut, das würde ich sogar nochmal kaufen. Kommen wir mal direkt zum blauen. Das blaue Prime, als hier dazwischen steht, bevor wir zu diesem gemischten kommen. Das ist Blue Raspberry, Erfrischungsgetränk mit Himbeergeschmack und Süßungsmitteln. Achso, hier steht ja sowieso tropische Früchte. Das also einfach nur blaue Himbeere, ne? Nicht Blaubeere wie alle anderen, sondern blaue Himbeere. Da bin ich mal gespannt. Himbeer so zum Trinken finde ich eigentlich gut als Alternative zu Erdbeer. Das Ding ist es blau? Ja, es ist ganz, ganz leicht bläulich. Also hier, das ist eigentlich trotzdem eher weiß von der Farbe her, aber ja, hauen wir mal rein, probieren wir mal einen Schluck von dem blauen Prime. Also, du schmeckst auf jeden Fall Himbeere. Der hat aber gleichzeitig irgendwie so einen Geschmack auch wie von Traubenzucker wieder, von so Dextroenergen. Und ich glaube, das liegt wirklich dann an dem Süßungsmittel und an dem Rest. Was heißt, der blaue sieht zwar gut aus, schmeckt mir aber nicht so gut wie der rote. Ich nehme noch mal einen kleinen. Ja, also hier würde ich es unterstreichen, dass die wirklich extrem süß sind. Da ist das Süße auch überragend, so überragend, dass ich irgendwie die Himbeer, die geht ein bisschen unter. Wenn du dich drauf konzentrierst, merkst du die Himbeer, ansonsten geht die ein bisschen unter. Das Süße überragt, wirkt dadurch auch ein bisschen künstlich dann vom Geschmack her. Finde ich also nicht so gut wie den roten. Also blau kommt weg, obwohl blau gut aussieht. Nehmen aber diesen gestreiften Prime. Das ist dann Eispop. Erfrischungsgetränk mit fruchtigem Geschmack mit Süßungsmitteln. Alles immer aus Kokoswasser, das steht bei allen drauf. Und hier sehe ich irgendwas aus Wurzelharz. Wir lesen gar nicht, was draufsteht. Eispop Flavor. Wie das schmeckt, schauen wir uns jetzt an. Hergestellt für Drink Prime in der Schweiz. Hä? Nee, Switzerland GmbH in Amsterdam, Niederlande. Also da kommt es jetzt her. Ja, das riecht. Ja, ach, wir probieren einfach. Eispop, fruchtiger Geschmack. Ich kann den Geschmack gar nicht beschreiben. Es schmeckt ein bisschen beerig. Es schmeckt ein bisschen auch wie Bubblegum. Es schmeckt auf jeden Fall besser als der blaue. Ich glaube, es schmeckt mir sogar besser als der rote. Also Eispop ist bis jetzt, glaube ich, mein Lieblingsgeschmack, weil der ist nicht ganz so extrem kräftig, wirkt aber trotzdem ordentlich. Der Abgang ist nicht so künstlich. Nicht so künstlich, schmeckt nach Kaugummi, genau. Und das passt auf jeden Fall zusammen. Ne, den finde ich interessant. Der Prime. Das ist der interessante, den würde ich hier nehmen. Der ist auch komplett weiß. Wenn du den hier einfüllst, jetzt haben wir hier in dem Glas schon eine richtig schöne, zarte, rosane Färbung drin. Also ich würde es mal so schieben, wie es mir am besten schmeckt. Dann ist nämlich der hier jetzt ganz vorne. Dann kommt der. Wir haben noch einen übrig. Der grüne, der auch mega genial aussieht von der Flasche, oder? Da könnt ihr nichts sagen. Gibt es jemanden, der sagt, die Flaschen sind hässlich? Ich finde die Flaschen mega genial. Das ist Lemon Lime, also mit Zitrone-Limette-Geschmack. Auch Süßungsmittel drin. Zitrone kann gut sein, kann schlecht sein. Ich denke mal, der wird wieder sehr säuerlich sein, gerade diese Kombination mit dem Süßungsmittel und einer Zitrone-Limette. Ich denke mal, das wird das Schlechteste sein von allen. Für mich persönlich als Geschmack. Also machen wir mal auf. Boah, der riecht schon so richtig brutal. Gut, er riecht schlimmer, als er schmeckt.
aber der Geschmack an sich ist trotzdem nichts für mich. Das schmeckt nämlich wieder original wie so eine Brausetablette aus der Apotheke. Der wirkt nicht so extrem süß, wie der blaue jetzt gewirkt hat. Aber wirkt halt so leicht säuerlich und so leicht chemisch. Dieses Zitronen-Limette-artige, Brausetablette-mäßige, Apothekenartige ist leider gar nicht mein Geschmack. Aber fand ich nicht so widerlich wie das. Das ist eine Geschmackssache einfach, deswegen stelle ich den grünen jetzt hier hin. Das ist also meine Reihenfolge. Den fand ich am besten, den Eispop. Dann hat man den tropische Früchte, dann hat man eben Lime, Limone, Lime und dann als letztes hat man den Himbeer, blaue Himbeer. Jetzt habe ich vergessen, ich muss den grünen ja noch ins Glas einfüllen. Boah, der ist richtig schlecht. Der ist auch hier, ja, hat einen ganz minimalen grünen Touch vielleicht. Ansonsten ist es fast auch wieder einfach nur weiß, durchsichtig, wie auch immer. Jetzt nehmen wir das mal hoch und probieren. Alle zusammen würde ich sagen, das war's von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, Peace out, Vorhaut, euer Ramses. Kennt ihr Logan Paul? Schreibt's mal in die Kommentare. Seid ihr Wrestling-Fans? Schreibt's mal in die Kommentare. Habt ihr schon mal Prime getrunken? Kennt ihr Prime, den Rapper vom NIA-Battle? Grüße gehen raus an Prime und Psy. Ja, das war's von meiner Seite aus. Den würde ich mir, glaube ich, nochmal kaufen. Wenn ich andere Sorten sehe, würde ich die anderen Sorten trotzdem auch mal probieren. 1,99 für so eine Flasche. Sieht cool aus. Hat bestimmt seine Fans. Ich würde sogar, mir gefällt es besser als Gönnergy, würde ich sogar sagen. Irgendwie habe ich hier diesen Wrestling-Bezug und nicht dieses deutsche Influencer-Gebambel drumrum. Und ich feiere diese Flaschen einfach. Vor allem, weil du die einfach wieder zumachen kannst. 1,99. So, Peace out, Vorhaut, euer Ramses. Ohne Kohlensäure, denkt dran und guckt euch das Glas an, wie beschlagen das ist, weil das wirklich einfach nur Fridge Cold war. Wie der Badlands immer sagt, Fridge Cold, Prime, Chuck in the House, Peace out, Vorhaut, euer Ramses.